Patch 13 ist da und es wurde eine ganze Menge geändert an Fallout 76 und von dem einen und anderen Punkt bin ich ja geradezu enttäuscht, möchte ich an dieser Stelle sagen und mich dafür entschuldigen, falls meine Stimme etwas zwischendurch vielleicht etwas komisch abgewürgt klingt. Ich habe momentan so irgendwie, keine Ahnung, so einen Dreck im Hals, den ich irgendwie nicht so richtig losbekomme. Ja, der Patch 13 soll ja eigentlich das ganze Game besser machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es einfach nur eine mega Veräppelung ist an den Endkonsumenten oder an uns, die Spieler. Ja, wir sind ja im Endeffekt die Endkonsumenten. Wie auch immer, wir gehen jetzt mal über die Punkte drüber und nicht vergessen, ihr dürft mir natürlich eure Meinung auch unten in die Kommentare schreiben. Ja, mit viel Glück ist dein Kommentar im nächsten Video mit dabei, so wie ich auch heute wieder einige Kommentare von euch am Ende des Videos habe. Also bleibt auf jeden Fall dran. Fangen wir mal an mit den Punkten und das ist jetzt ein Punkt, über den ich mich extrem gefreut hatte, dass dieser endlich implementiert wird und zwar Hauptmenü Musik und zwar können wir im Hauptmenü nun die Musik leiser drehen oder auch stumm schalten. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, ich habe jetzt keine Stummschaltfunktion gefunden. Ich habe auch die Musik schon komplett leise gedreht und dennoch habe ich im Hauptmenü Musik. Das Ding ist, jetzt steht hier natürlich, dass wir sie leise oder stumm drehen können oder stumm schalten können, während wir warten. Während wir worauf warten? Also wenn ich im Hauptmenü bin, warte ich ja. Also das ist schon so ein Ding, irgendwie, keine Ahnung, man hat versucht irgendwie was Halbes, was Ganzes reinzupacken und es funktioniert nur zur Hälfte. Ich will diese Drecksmusik im Hauptmenü einfach mal ausschalten können. Sie nervt mich einfach. Okay, danke Bethesda. So, dann kommen wir noch zu einer Änderung, welche den Nuclear Winter betrifft. Ja, da haben wir jetzt ein paar Änderungen. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da ich ja zu vielen Punkten schon separate Videos gemacht habe. Und zwar, es gibt nun eine verbesserte Spielersuche. Ja, das heißt, man wird jetzt auch mit Spielern aus aller Welt, also aus der ganzen Welt, verbunden, einfach um zu gewährleisten, dass die Matches voll sind und so weiter. Und das finde ich Schwachsinn, denn ich habe oft in Nuclear Winter in meinem eigenen Team, ich habe schon mit Russen zusammengespielt, Franzosen, Spanier, Engländer, sogar schon mal einen Amerikaner mit dabei gehabt. Also das eigentlich funktioniert das schon die ganze Zeit so. Also ich, da frage ich mich, was, ja? Und wenn ich mich einlogge in ein Match, ich habe die Lobby ist auch nicht voller. Das ist der Witz bei der Sache. Also ich habe mich nach Patch 13 mehrfach eingeloggt in Nuclear Winter. Ich habe einige Runden hinter mich gebracht. Und Quatsch. Also absoluter Quatsch. Ganz einfach. Dann wurden in Nuclear Winter natürlich auch noch 6 neue Items implementiert, die man quasi im Zuge der Challenges verdienen kann. Also mit dem Levelaufstieg bekommt man diese. Und da handelt es sich um Outfits und Camp-Dekor. Ja, also neue Belohnungen sind mit drin. Und natürlich die neue Karte, habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Morgentown oder das Gebiet um Morgentown herum ist nun für Nuclear Winter verfügbar. Man kann sie nicht aussuchen, man spielt sie automatisch. Ja. Ich denke mal, dass es vielleicht irgendwann vielleicht mal dazu kommt, dass man sich aussuchen kann, welche Karte man spielen kann. Aber ganz ehrlich, bei den Spielerzahlen, welche Nuclear Winter momentan aufweist, wäre eine Map-Auswahl jetzt wahrscheinlich noch nicht so wirklich vorteilhaft. Es gibt auch neue Gegner, Aggressordrons, das Monster von Grafton und natürlich auch Red Skorpione. Und es wurden natürlich auch neue Waffen implementiert, zum Beispiel gibt es jetzt halt auch den Aggressordron-Kopf, ja, den man halt eben in den Kisten finden kann. Dann wurde ein Bug behoben, wo sich Power-Rüstungs-Chassis gestackt haben. Das hat wohl 9% der Spieler irgendwie betroffen. Ich persönlich habe da nie was davon gehört, aber wenn ihr diesen Bug gehabt habt, ja, dann der ist jetzt halt eben nicht mehr. So, dann natürlich auch die öffentlichen Events. Diese wurden natürlich auch implementiert. Habe ich auch schon mal ein extra Video dazu gemacht. Das sind jetzt Events,
spezielle Events, die ausgesucht wurden, die in einem bestimmten Zeitintervall auf der Karte aufploppen mit einem Ausrufezeichen. Das nennt man dann ein öffentliches Event. Wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr viele Informationen über dieses Event, zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad, wie viele Spieler da gerade teilnehmen und. Ein kleines Thumbnail mit dazu und dann könnt ihr da beitreten. Sobald ihr beitretet, läuft erstmal ein Timer ab, bevor ihr da überhaupt was machen könnt, bevor das Event startet. Und man erhofft sich dadurch natürlich auch, dass mehr Spieler auf einen Haufen geschmissen werden und an diesen ganzen Events halt eben teilnehmen. So, habe ich ja wie gesagt schon mal ein extra Video dazu gemacht. Dann die Energiewaffen, ja, die profitieren nun vom Rüstungsdurchdringungseffekt inklusive derer aus Skillkarten. Ja, das heißt, wenn ihr natürlich jetzt Rüstungsdurchdringung als Skillkarten habt und so weiter und habt eine Energiewaffe, die den Rüstungsdurchdringungseffekt habt, dann ignoriert ihr quasi so und so viel von der Rüstung des Gegners, wenn er halt eben eine Energieresistenzrüstung trägt, ja. Auch der legendäre Attribut Anti-Rüstung. Ja, also das heißt, Energiewaffen werden jetzt wieder stärker, haben jetzt endlich mal einen Sinn. Und ja, ich weiß gar nicht, ist Explosivschaden, zählt der Explosivschaden eigentlich bei Explowaffen auch als Energieschaden? Ich glaube schon, gell? Ich glaube, dann werden die ja quasi wieder stärker. Naja, wie dem auch sei, Crafting gibt es auch wieder eine Änderung, und zwar der Chemikalienanzug, der kann auch nun hergestellt werden an einer Rüstungsbank und den könnt ihr natürlich bei den Bahnhofshändlern kaufen. Apropos Bahnhofshändler, was ich jetzt echt super finde, was Bethesda mal richtig gemacht hat, und zwar wurden die Zugangspunkte zum Atomic Shop entfernt von den Bahnhöfen. Oh, Gott sei Dank. Endlich. Ja, dann haben sich natürlich auch viele beschwert über die Vault Raids, und bei den Vault Raids ist es jetzt natürlich auch so, dass man eben mehr EP bekommt für die ganze Geschichte, für diesen Vault Raid. Ist natürlich die Frage, ob sie es geschafft haben, die Vault Raids endlich mal zum Laufen zu bringen, weil ein verbuggter Vault Raid bringt uns im Endeffekt auch nichts. Und die Bohrer wurden aus der Liste der legendären Gegenstandsbelohnungen für den Abschluss einer Vault 94 Mission gestrichen. Das heißt, ihr solltet jetzt keine Bohrer mehr bekommen, wenn ihr denn den Vault Raid abschließt. Dann gibt es natürlich einen Punkt, der ist bei mir sauer aufgestoßen, und da werde ich nochmal ein extra Video dazu machen. Jetzt werde ich da nochmal kurz die ganze Geschichte anschneiden. Und zwar gibt es nun Collectron Stations und Kühlschränke. Ja, diese gibt's. Die Collectron Station, das ist einfach so eine Station, wo dann so ein Roboter rauskommt und der läuft dann in einem gewissen Umkreis um euer Camp, sucht das Ganze nach Schrott ab, bringt das dann halt eben zurück, wirft das da rein und ihr könnt das dann da rausholen aus der Collectron Station und könnt, glaube ich, sogar in der Collectron Station anwählen, was ihr an Ressourcen braucht, und der Roboter sammelt das Ganze für euch automatisch. Und natürlich der Kühlschrank, was bringt euch der? Naja, der sorgt halt eben dafür, dass Lebensmittel nicht so schnell verderben. Ist ja natürlich irgendwie logisch. Gut, da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, okay, cool, kann im Atomshop freigeschalten werden, ist echt eine feine Sache. Ich dachte, cool, wir kriegen was geschenkt. Wir haben ja damals vor ein paar Monaten war das, haben wir ja auch schon mal diesen Terminal geschenkt bekommen von Bethesda, den man sich in sein Camp reinbauen konnte. Und man kriegt ja immer mal wieder was kostenlos. Und ich dachte, das wäre da genauso. Nein, die Collectron Station und den Kühlschrank muss man sich kaufen. Für Atome. Ja, ist jetzt zwar nicht so teuer, kostet irgendwas um die 700 Atome, wenn ich mich nicht täusche. Also der Kühlschrank zumindest. Finde ich aber dennoch eine Frechheit. Und ich bin so empört darüber, über diese ganze Situation. Warum, wieso, weshalb, das bringe ich euch dann noch in einem anderen Video etwas näher. Ja. Gut, okay. Kühlschränke und so weiter. Und natürlich gibt es jetzt eine große Auswahl an Tapeten, die man auch sich im Atomshop freischalten kann. Apropos Atomshop, was ich halt echt geil finde, ist, dass jetzt mittlerweile sogar schon der Atomshop wieder das Buggen anfängt. Also da werden Bilder teilweise nicht richtig geladen und angezeigt. Finde ich auch extrem witzig. Naja, was will man machen? Das ist halt einfach so. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Änderungen. Angeblich soll ja auch der Power-Rüstungs-Bug gefixt worden sein. Da gab es aber irgendwie ja keine richtigen Informationen dazu. Also es kann sein, dass dieser Bug noch vorhanden ist, dass Bethesda es nicht geschafft hat,
bleibt abzuwarten, was Bethesda aus dem ganzen Käse eigentlich macht. So, jetzt kommen wir zu euren Kommentaren, die ihr mir geschrieben habt. Da habe ich mir nämlich auch noch den ein und anderen rausgesucht. Und den Anfang für heute macht der oder das Fleischwurstbrötchen, der mir geschrieben hat. War da nicht noch was mit Doppel-EP für Anfang September? Ja, da habe ich was in einem Video angesprochen, weil Bethesda das so angekündigt hatte. Ist aber noch nicht. Ist leider noch nicht. Ich könnte sein, dass es vielleicht irgendwie jetzt Ende der Woche vielleicht kommt, vielleicht auch erst nächste Woche. Man weiß es ehrlich gesagt nicht, weil dazu halt eben noch keine Informationen vorliegen. Der Martin Palkowski hat geschrieben, warum kannst du einen Körperteil beim Wetz anvisieren? Bei mir geht das nicht. Ja, das ist eine Perk-Karte. Ich glaube, die ist unter Perception zu finden und zwar konzentriertes Feuer nennt die sich und damit habe ich dann die Möglichkeit, einen Gegner ins Wetz zu nehmen und dann halt eben durchzuschalten, welches Körperteil ich anzielen möchte. Hat halt eben den Vorteil, wenn du auf den Kopf zielst, ist der Gegner schneller down, wenn du irgendwie aufs Bein zielst oder so, dann verkrüppelst du ihn und so weiter und so fort. Also das sind halt solche Dinge, die du halt damit machen kannst. Dann wollte der Sims Benider wollte wissen, warum ich eigentlich nur Low-Level-Events spiele oder warum ich die generell mache. Ja, einfach aus Spaß und Jux und Dollerei. Ich mache die halt, weil sie mir gefallen, weil ich halt eben Bock drauf habe. Und wenn halt gerade auf dem Server kein anderes Event verfügbar ist, was mir Spaß macht, dann spiele ich halt eben gerne auch mal die Low-Level-Events. Ja, ich spiele ja zum Spaß. Von daher alles easy. Der Sea Guardian hat geschrieben, nice Video, mach weiter so, bist ein richtiger Ehrenmann, dass du die ganze Arbeit machst. Ja, vielen Dank für dein Lob, das freut mich, sowas lese ich natürlich immer mal wieder und ich lese das auch immer wieder gerne und freue mich natürlich, wenn mir die Leute da immer so einen Zuspruch geben. So, und zu guter Letzt, ja, eine kleine Challenge und Aufgabe gibt es für den Mr. Aimtoast, der mir geschrieben hat, hallo, wenn dieser Kommentar ein Herz von Hubi bekommt, raste ich komplett aus und haue meinen Schreibtisch gegen die Wand. Ja, du hast nicht nur ein Herz von mir bekommen, sondern auch einen Daumen hoch und ich habe ihm ja auch schon darauf geantwortet unter seinem Kommentar. Ich möchte bitte, dass du, wenn du den Schreibtisch gegen die Wand haust, ein Video davon machst und mir das bitte zukommen lässt, ja, dass ich das mit der Community teilen kann. Also, die Challenge läuft, mein lieber Freund, du hast nicht mehr viel Zeit, der IKEA wird sich freuen für den Umsatz, den sie mit dir machen. Und in diesem Sinne danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken. Guten Looten, macht nicht so viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.